Was? Boah, was ist das denn? Boah. Hallo liebe Angelfreunde, herzlich willkommen zur fünften Folge der Lieblingsköder Angelschule. Wir haben uns überlegt, in diesem Video sprechen wir mal ausschließlich über das Thema Angeltaktik. Denn das ist ja das Schöne, wenn wir mit dem Gummifisch losgehen, dann erarbeiten wir uns Schritt für Schritt den Platz. Wenn ich mit dem Gummifisch angle, dann erstelle ich mir gedanklich im Kopf eine Karte meines Gewässers, finde heraus, wo sich die Räuber aufhalten und kann sie dann dort ganz gezielt beangeln. Es ist also eine ziemlich geplante Angelegenheit, was wir dort machen und bringt jede Menge Spaß. Ich packe jetzt die Köder zusammen, wir steigen ins Auto und wir sehen uns in 2 Minuten live am Wasser. Wie immer gilt, wer mit dem perfekten Köder an einem geeigneten Angelplatz mit der passenden Köderführung angelt, der wird überdurchschnittlich erfolgreich sein. Lasst euch nicht verrückt machen, wenn man in die Kiste reinguckt, hat man das Gefühl, man wird erschlagen. So eine bunte Auswahl, wir machen es ganz, ganz einfach. Die kleinste Einheit, die es für Angeleinsteiger gibt, ist die Ultimate Collection für klares Wasser. Gibt es auch für trübes Wasser, wir machen es an diesem Beispiel fest. Das ist eine Zusammenstellung unserer besten Köderfarben zum Angeln in klaren Gewässern. Auf der Rückseite steht nochmal drauf, Köder zur Wettermethode sind enthalten Sunny und Whisky. Sunny für klares Wasser und Sonne, Whisky für klares Wasser und Wolken. Dann sind hier noch 3 Sonderfarben drin und der Sheriff UV-aktiv für die Dämmerung und die Nacht. Und passend dazu ein spitze Haken-Mixpaket für den See mit Haken in der Größe 1. Die passen dann perfekt auf die 5 cm Lieblingsköder in 1 Gramm, 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm. Und ein spitze Haken-Mixpaket für den Fluss mit 5 Gramm, 6 Gramm, 7 Gramm und 8 Gramm. Wenn ihr nur diese 3 Artikel in eurer Kiste habt, könnt ihr sofort loslegen und eure ersten Raubfische fangen. Jetzt geht es ja um den Schwerpunkt Angeltaktik. Wie gehen wir jetzt an einem Gewässer vor? Zuerst packe ich mal die Köder aus und den Haken und dann gehen wir hier vor ans Wasser und dann erkläre ich euch ein bisschen was über diesen Platz. Wir beginnen hier mit der Ultimate Collection. Mal ganz kurz möchte ich euch noch zeigen, was hier drin ist. Also die kleine Raubfischfibel in 6 einfachen Schritten zum Fangerfolg. Hier habe ich auf den Punkt gebracht, worauf es meiner Meinung nach ankommt, wenn man das erste Mal los geht zum Raubfischangeln und für eure Tacklebox noch ein ganzer Batzen an Aufklebern. Achso, und noch ein Gutschein für unseren Fanshop. Also falls ihr gerne mal so ein Rocky-Pullover oder eine Rocky-Jacke oder ein T-Shirt haben möchtet. Hier gibt es immer noch mal ein paar Prozente. Jetzt machen wir es gar nicht zu kompliziert. Ich hatte erwähnt, hier sind 3 Sonderfarben mit drin, aber auch Sunny und Whisky zur Wettermethode. Wie funktioniert jetzt die Wettermethode? Ihr seht, auf der Packung steht drauf, Sunny für klares Wasser und Sonne, Whisky für klares Wasser und Wolken. Wir haben einen bewölkten Himmel heute und wenn ich hier ins Wasser reingucke, sehe ich da unten schon die Steine und den Grund. Also wir haben ein sehr klares Wasser und Wolken. Also kommt zum Einsatz der Whisky für klares Wasser und Wolken. So sieht der aus. Jetzt brauche ich dafür noch einen Haken. Wir haben das Mixpaket See und das Mixpaket Fluss. Also leichte Gewichte, wenn man in stehenden Gewässern angelt, schwerere Gewichte, wenn man in fließenden Gewässern angelt, mit viel Strömung. Eine ganz kleine Einschränkung habe ich hier. Wenn ihr das erste Mal angeln geht, angelt so leicht wie möglich bitte. Je schwerer ihr angelt, desto schneller geht euer Köder zum Grund und desto größer ist natürlich auch die Hängergefahr, weil am Grund befinden sich Steine. 2 Sachen sind besonders bei unseren Haken. Das erste, auf jedem Haken steht auf der einen Seite die Größe und auf der anderen Seite das Gewicht. 3 Gramm, Hakengröße 1. Alle Haken sind maßgeschneidert auf den Köder. Und den Köder sauber aufzuziehen, das ist das A und O. Ich halte den Köder mit der linken Hand fest, markiere mir am Rücken die Stelle, wo die Hakenspitze austreten soll, setze die Hakenspitze vorne mittig an der Lippe an, gebe mir Mühe, den Köder sauber aufzuziehen, zack, mit einem kleinen Bogen rum. Und dann schiebe ich meinen Köder über den Haken. Und so muss es am Ende aussehen. Dann habt ihr hier oben einen schönen Bogen, um den Fisch sicher zu haken. Und mit diesem Köder starten wir jetzt und fangen hier unten erstmal unseren ersten Fisch. Also einhängen in den Einhänger. Ich verwende ein 28er Fluorocarbon-Vorfach, eine geflochtene Hauptschnur. Los geht's, kommt mal mit. Da ist der erste Fisch. Oh, 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 herrlich. Schöner Döbel. Alle hopp, da ist der erste Fisch. Direkt hier unten in diesem beruhigten Bereich am Grund. Schaut euch mal die Flossen an, seht ihr das? Der steht zwischen den ganzen Steinen, deswegen hat er hier auch so abgewetzte Flossen auf den Whisky in 5 cm. Perfekt. Wir haben uns hier für dieses Fließgewässer entschieden aus 2 Gründen. Erstens, das ist das Muldewehr der Mulde in Dessau. Hier dürfen wir nur noch 3 Tage angeln, dann ist hier alles gesperrt, weil die Lachse hier aufsteigen. Und Punkt 2 ist, hier habe ich nicht nur die Möglichkeit, Barsche zu fangen, sondern hier gibt es auch viele Weißfische, auch Rapfen, Döbel, Zander. Hier ist eigentlich alles drin. Und weil es jetzt im Winter sehr schwierig ist, Fische zu fangen,
haben wir uns überlegt, probieren wir es doch an diesem Platz und sind mal gemeinsam gespannt, was hier heute alles passiert. Wir sehen hier im Hintergrund das Wehr, die Walze. Eine wahnsinnige Bewegung auf dem Wasser. Viele Angler würden jetzt hierher gehen und würden sagen, was, hier gibt's Fische, um Gottes Willen, hier kann doch niemand angeln. Ich möchte euch einmal ganz kurz erklären, wie Strömung im Fluss überhaupt funktioniert. Ich habe was vorbereitet, lasst uns das mal kurz aufmalen. Wir haben, vereinfacht ausgedrückt, hier unser Flussbett. Die größte Fließgeschwindigkeit habe ich hier oben in diesem Bereich. Die geringste Fließgeschwindigkeit habe ich hier drüben an dieser stark abfallenden Kante. Hier habe ich eine niedrige Fließgeschwindigkeit und hier habe ich eine relativ niedrige Fließgeschwindigkeit. Das hängt damit zusammen, dass ich hier in diesem Bereich die größte Reibung habe. Je größer die Strukturen unter Wasser sind, desto langsamer ist das Wasser. Wo suchen wir jetzt nach den Fischen im Fluss? Natürlich hier, hier, hier und hier. Also überall am Grund. Das Wasser schießt die Walze runter, schießt auf dem Grund und so wie es reingespült wird, geht es auch wieder nach oben. Das heißt, in diesem Bereich dort vorne Chaos, totales Chaos. Jetzt schauen wir aber mal hier vorne in diesem Bereich. Hier erkennen wir eine relativ geringe Strömungsgeschwindigkeit. Wenn wir jetzt hier unten große Steinbrocken drin haben, dann steht das Wasser hier unten am Grund fast. Das heißt, hier unten am Grund haben wir vielleicht eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,1, 0,2, maximal 0,3 Kilometer pro Stunde. Und unmittelbar hinterm Stein wahrscheinlich sogar ruhendes Wasser. Das ist natürlich der perfekte Platz, um jetzt im tiefsten Winter einen Raubfisch zu fangen. Ich würde sagen, das beweisen wir jetzt. Wir angeln direkt los, lass die Kamera gern laufen. So, und damit ich mit meinem Köder runterkomme, werfe ich etwa nicht gegen den Fluss und kurbel dann gegen die Strömung ein, sondern ich werfe ein bisschen Strom auf und lasse dann meinen Köder mit der Strömung zum Grund absinken. Ich muss so schnell wie es geht mit meinem Köder runter zum Grund. Der hat natürlich auch einen großen Wasserwiderstand. Also, Stückchen auswerfen, offener Bügel absinken lassen, Schnur einholen. So, jetzt bin ich unten am Grund. Zack. Ja, und jetzt merke ich schon, mein Köder steht ganz wunderbar unten am Grund, obwohl ich nur 4 Gramm habe. Kann ich hier mit meinem Köder wunderbar unten am Grund angeln. So, wir führen den jetzt hier mal durch diesen heißen Bereich durch. Da ist der Fisch. Wow, alter Schwede. Ein geiler Barsch. Alle hopp. Geil. Also, genau hier unten. Normalerweise würde hier niemand angeln. Viel zu viel Strömung, viel zu viel Strömung. Unten am Grund keine Strömung. Einer hat bei Facebook geschrieben, geht das auch im Winter mit den 5 cm Lieblingsködern? Na klar, warum nicht? Das ist die Größe, die sie gern fressen. Wir nehmen jetzt mal diesen gesamten Bereich hier auseinander. Also, hier ist die Walze. Es regnet hier die ganze Zeit, deswegen malen die Stifte nicht so gut. Hier befinden wir uns auf diesem Platz. Da hinten ist das Flussbett mit der Sandbank. Sieht das Ganze ungefähr so aus. Jetzt erkennen wir hinter dem Wehr diese riesigen Strudel. Und wir sehen, dass dort vorne ein Strudel extrem ausgeprägt ist. Und dahinter haben wir eine Art Kehrströmung. Also hier ist ein unglaublich starker Strudel. Natürlich hier vorne in diesem ganzen Bereich sind überall diese Strudel. So, und hier haben wir die erste Kehrströmung und ein fast stehendes Wasser. Das heißt, ich habe hier einen Bereich, wo unglaublich viel Wasser strudelt. Und hier mitten im Fluss einen Bereich, an dem das Wasser fast still steht. Den ersten Fisch haben wir direkt hier vorn vor unseren Füßen gefangen. An der Oberfläche strömt das Wasser entlang mit ungefähr 2,5 Kilometer pro Stunde. Dort unten am Grund, da hatten wir etwa 0,2 bis 0,5 Kilometer pro Stunde. Hier oben ist dieses Plateau, auf dem wir stehen. Hier unten drin befinden sich ganz viele Steine und eine Sandbank und hier ist das Wasser etwas auslaufend. Hier in diesem Bereich haben wir keine Strömungsgeschwindigkeit mehr. Der nächste interessante Platz ist dieser Bereich hier hinter den Steinen. Ein bisschen Strömung wird hier noch gebrochen. Wenn wir hier noch eine abfallende Kante haben, sollten wir es jetzt an diesem Punkt probieren, dort einen Fisch zu fangen. Wir haben eine ganz leichte Kehrströmung an der Oberfläche, aber im Prinzip steht hier das Wasser. Man erkennt das immer wieder mal, wenn da so ein Blatt rumtreibt. Hier in diesem vorderen Bereich, da passiert gar nichts mehr. Der ist auch extrem flach. So, dahinter, da geht es weiter mit den großen Steinbrocken, die drin liegen. Die können wir auch sehr gut von hier oben aus erkennen. Und genau an dieser Kante, wo sich jetzt diese Stein,
Brocken dort befinden, da vermute ich, dass die Fische stehen. Probieren wir mal, ob wir da hinwerfen können. So, also ich überwerfe diesen Platz und jetzt führe ich den Köder einfach mal an dieser Steinpackung lang. Ich kurbel den Köder einfach nur ein, aber wir haben ganz schön Druck drauf. Gut, also 3 Versuche, kein Fisch. Wie gesagt, immer Stelle wechseln, nicht Köder wechseln. Wenn da keine Fische sind, können wir sie auch nicht fangen. Ich habe jetzt beim Angeln etwas sehr Interessantes gemerkt. Und zwar nimmt hier der Druck zu. Dadurch, dass das Wasser wahrscheinlich hier in diesem Bereich auch nicht mehr weg kann. Und wir noch eine zweite Strömung haben, die irgendwo von hier kommt. Und der Bereich hier auch nicht besonders tief ist, habe ich hier eine unheimliche Strömungsgeschwindigkeit in diesem Bereich. Also ich würde sogar sagen, die nimmt vielleicht sogar noch mal zu auf 3 km/h, vielleicht sogar 3,5 km/h auf einer Wassertiefe von nur 70 cm. Das heißt, hier in diesem Bereich brauchen wir es nicht zu probieren. X1, das war der Döbel, X2 war der Barsch. Direkt hier an der Spundwand, da wo die Strömung die meiste Reibung hat, unten am Grund, wo der Barsch die Möglichkeit hat, rauszuschießen aus dem beruhigten Bereich und sich kleine Fische zu schnappen, die jetzt noch an diesem Bereich vorbeischwimmen. Denn die Fische müssen ja hier vorbeischwimmen. Sie haben ja gar keine Chance, durch die starke Strömung durchzuschwimmen. Ich mache noch einen Versuch und erzähle euch noch eine interessante Geschichte zum Thema Schwimmgeschwindigkeit bei Fischen. Das ganze Thema wird schon seit über 100 Jahren von Wissenschaftlern untersucht. Die haben dann so große Kanäle aufgebaut, dann verschiedene Fische reingesetzt und das Wasser mit Hilfe von Turbinen da durchgeschleust. Und dann haben sie geguckt, wie schnell können die Fische jetzt überhaupt schwimmen. Fische können ungefähr das 10-fache ihrer Körperlänge pro Sekunde schwimmen. Also ein 10 cm großer Barsch, das 10-fache der Körperlänge ist 1 Meter. Also der Barsch kann ungefähr 100 cm pro Sekunde schnell schwimmen. Das heißt, kleine Brutfische mit 5 cm Länge haben gar keine Chance, hier im 3-4 km/h schnellen Wasser zu schwimmen. Diese kleinen Brutfische sind also gezwungen, sich hier unten an dieser Steinpackung, an der Spundwand fortzubewegen, wo ich eine sehr niedrige Strömungsgeschwindigkeit habe. Und das haben auch die Barsche gelernt und die Räuber gelernt. Und deswegen stehen die dort in diesen Bereichen. Ich werfe jetzt wieder gegen die Strömung aus. Versuche hier schön am Rand zu bleiben. Bei an geöffnetem Bügel den Köder absinken zu lassen bis zum Grund. Fisch. Wow. Und noch so eine Kirsche. Nein. Oh. Verdammte Axt. Also, ich habe gerade einen Barsch hier unten verloren. Der war von der Zeichnung her noch ein bisschen schöner als der andere. Macht aber nichts. Kommen wir genau damit, nämlich jetzt zum nächsten Punkt. Wir gehen einmal ganz kurz zurück zu unserer Karte. Dann gehen wir zum Ködereimer und dann holen wir uns noch den Barsch raus. Fehl bis 1. Hier hatten wir jetzt noch einen Barsch. So, es geht ja um das Thema Angeltaktik. Und ich hatte ja versprochen, wir machen ein bisschen was für Einsteiger, ein bisschen was für Fortgeschrittene. Also wenn ihr jetzt ein Angeleinsteiger wärt, Whisky drauf, 3 Gramm oder 4 Gramm, hättet ihr jetzt schon eure ersten 2 Fische. Vielleicht hättet ihr sogar den dritten Barsch noch bekommen. Das Ganze in 10 Würfen ist kein schlechtes Ergebnis. Jetzt hatten wir hier unten einen Fehlbiss. Wir haben hier unten jetzt einen Barsch verloren. Mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit stehen hier unten noch mehr Barsche. Das Wasser ist sehr klar, deswegen verwenden wir ja auch Köder für klares Wasser. Und es haben wahrscheinlich auch 2, 3 andere Fische gesehen. Oh, Moment mal. Diesen Köder, wenn man den attackiert, das ist nicht so ganz gesund. Umso größer die Barsche werden, umso misstrauischer sind die auch. Und dafür gibt es dann Sonderfarben. Punkt 1, damit wir nach einem Fehlbiss sofort die Farbe wechseln können. Und Punkt 2, Sonderfarben gibt es speziell für fortgeschrittene Angler, die selbst gern bestimmte Köderfarben testen und ausprobieren möchten, um herauszufinden, was an ihrem Gewässer vielleicht in der einen oder anderen Situation noch besser funktioniert. Und genau das machen wir jetzt. Also, das ist jetzt hier der Whisky, mit dem haben wir jetzt die Fische gefangen, der ist noch gut, den ziehe ich einfach wieder runter. Jetzt machen wir hier unsere kleine Schatzkiste auf. Wir probieren es jetzt mal mit dem Rocky. So sieht der aus. Goldglitter unten drin, diesen leicht grün schimmernden Rücken, dann so einen roten Target Point, einen roten Firetail hinten dran. Also mega geniales kleines Brutfischimitat. Und damit gehen wir jetzt an den gleichen Platz zurück, an dem ich gerade eben den Barsch verloren habe. Und gucken wir mal, ob wir den doch noch fangen können. Also die Chancen stehen eigentlich nicht schlecht, weil wir hier in diesem hinteren Bereich so viel Strömung haben, dass die Barsche nicht viel Platz haben, um sich zu bewegen. So, jetzt bin ich in dem Bereich, wo der Biss erfolgt ist. Fisch. Ja,
Ja, da ist er. Alle hopp. Super. Also, mit der Grundfarbe den Platz erarbeitet, dann den Fisch verloren, dann schnell die Köderfarbe gewechselt auf eine Sonderfarbe, einen Köder, den Sie noch nicht gesehen haben, wieder in den Platz reintreiben lassen, zack, da kam der Fisch. Und schaut mal, ich muss es einmal ganz kurz zeigen, wenn ihr den Fisch anfasst, ja, ich versuche immer so mit der Drei-Punkt-Methode nur auf die Fingerspitzen hier unten ablegen und hier hinten nur mit dem Daumen stabilisieren, also nicht drum greifen um den Fisch, um ihn die Schleimhaut zu verletzen. So, und jetzt schaut mal ganz kurz ins Maul rein, wunderbar gehakt, weil der Köder sauber montiert ist. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick in die Kiste, machen weiter mit den Ködern. Falls das bei euch genauso gut geklappt hat, dann habt ihr hier in den ganz normalen Tüten Sunny, Whisky, Captain und Pinky die vier Grundfarben zur Wettermethode, jeweils 6 Stück drin. Damit habt ihr ein bisschen Reserve, falls euch mal ein Köder kaputt gehen sollte oder falls ihr mal einen Köder abreißt. Jetzt machen wir weiter mit dem Thema Sonderfarben. Das jetzt für alle fortgeschrittenen Angler. Wie gesagt, den Rocky aus der Ultimate Collection haben wir gerade schon gesehen. Das sind unsere vier Sonderfarben, die wir aktuell in 5 cm haben. Charlie, Ayu, Black Shadow und Mr. Krabs. Das ist wirklich ein Thema für fortgeschrittene Angler. Also als Angeleinsteiger, ich würde die Finger davon lassen. Ich würde wirklich mit den Grundfarben zur Wettermethode anfangen. Erstmal die Plätze erarbeiten, erstmal auf das Thema Köderführung konzentrieren. Sonderfarben, das kommt dann später. So, da möchte ich euch mal eine Farbe vorstellen. Das ist nämlich der Ayu. Der hat sich in diesem Jahr an unseren Hausgewässern hier als absoluter Gamechanger herausgestellt. Eine absolut geile Farbe zum Barschangeln. Auf den habe ich richtig Bock. So sieht er aus. Halbtransparenter Bauch, leicht bräunlich-olivfarbener Rücken mit so einem ganz kleinen gelben UV-aktiven Herz dort vorne drin. Ich habe Fotos gesehen bei Instagram, da sah der Köder so aus. Beziehungsweise ganz so schlimm war es nicht, aber vielleicht so. Da läuft er nicht sauber und ihr bekommt auf jeden Fall hier Fehlbisse. Macht das nicht. Zieht den wirklich sauber auf. Versucht wirklich einen geraden Rücken hinzubekommen, eine gerade Linie, so dass der Haken hier ordentlich rausguckt. Ich möchte euch mal ganz kurz noch was zu den Haken sagen. Der hat mir nämlich die eine oder andere schlaflose Nacht bereitet, den so zu konstruieren. Entscheidend ist der Abstand zwischen Hakenspitze und Oberkante dieses Öhrs hier vorne, an dem man den Snap einhängt. Wenn nämlich dieser Abstand nicht groß genug ist, sondern auf einer Höhe liegt, dann bekommt ihr hier Fehlbisse. Und wir haben wirklich versucht, diese Hakenspitze auf die perfekte Höhe zu bringen, sodass ihr hier einen guten Hakeffekt habt. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich mich ja nicht selber hake. Also hier ist jetzt gerade noch ein Angler an den Platz gekommen. Der hat uns gerade erzählt, dass er hier früher immer große Welse gefangen hat. 2 Stück mit 1,50 Meter pro Jahr. Also ich werfe wieder ein kleines bisschen mit der Strömung. Bin noch 1 Meter zu weit draußen. Lass den Köder nochmal absinken. Fisch. Oh, Rapfen. Nee, ist ein Döbel, oder? Ja, da ist irgendwie alles drin in dem Fisch, ne? Hybrid, eine Mischung aus allem. Machen wir mal schwarze X hin. In diesem Bereich hier hatten wir keine Fische. Hier ist es sowieso zu flach, hier gibt es auch nichts. In diesem Bereich hier konzentrieren sich die Fische. Jetzt möchte ich es nochmal hier vorne in diesem Auslauf probieren. Wir sehen, dass wir dort eine ganz leichte Strömung haben. Hier vorne dreht das Wasser ganz leicht zur Mitte, also ein ziemlich ruhiger Bereich. Das kann sehr interessant sein für kleine Fische. Sie haben sehr viel Platz, um sich in dem mitteltiefen Wasser aufzuhalten. Und damit ist es natürlich auch ein sehr interessanter Platz für den einen oder anderen Räuber. Wir werfen aus, überwerfen diese Stelle und ich kurbel erstmal ganz gleichmäßig durch. Da war der erste Fisch. Fisch. Ja. Oh, was ist das denn? Der sieht ja mitgenommen aus. Was ist dem denn passiert? Heilige Mutter Gottes. Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße, die andere Seite auch. Dem hat irgendjemand richtig übel zugesetzt. Der Ärmste. Nächste Stelle hat wieder geklappt. Ich habe einfach nur ausgeworfen und den Köder gleichmäßig durchgekurbelt. Ja, und es scheint so zu sein, wie wir es vermutet haben, dass in diesem Bereich, wo es etwas beruhigter ist, dass sich dort die kleinen Fische aufhalten und dass dort dahinter auch die Räuber stehen. Boah, das sah echt übel aus, oder? Wow. Genau hier hatten wir jetzt unseren ersten Fisch. Wir machen den nächsten Wurf, genau in dieses Areal. Wir können ja schon erkennen, dass der Schaum dort vorne an dem Busch wieder auf uns zutreibt. Also da haben wir eine leichte Kehrströmung. Zweiter Versuch und durchkurbeln.
Gut, ich habe jetzt 4 Versuche gemacht. Ich glaube, ich hatte 1 oder 2 Fischkontakte. Ich werde jetzt den Jigkopf wechseln. Kleiner Tipp für alle Fortgeschrittenen, wer viele Fehlbisse bekommt, das kann häufig daran liegen, dass wenn die Fische nicht aggressiv genug beißen, dass sie dann euren Jigkopf nicht eingesogen bekommen. Das heißt, bei Fehlbissen sofort wechseln, nicht riskieren, dass der Fisch zu häufig euren Köder attackiert. Das kann man machen, wenn man kleine Fische ausschließen möchte. Das ist auch Teil der Strategie. Aber ich möchte ja den Fisch gern fangen, deswegen wechsle ich jetzt von 4 Gramm auf 2 Gramm und ich nehme wieder den Whisky. Der hat sich bewährt und dann beangeln wir diesen Platz nochmal. Den können wir nochmal nehmen. Der sieht zwar schon ein bisschen angefressen aus, aber das ist ja manchmal gar nicht schlecht. Vielleicht bringt es uns ja Glück. Und einen spitzen Haken in Größe 1 in 2 Gramm, damit ich den Köder wirklich durch diesen flachen Bereich sehr langsam führen kann. Und Punkt 2, damit die Fische keine Schwierigkeiten haben, den Köder einzusaugen. Also beim Durchkurbeln kam jetzt nicht nochmal einer hinterher. Jetzt probiere ich es am Grund. Ich werfe aus, lasse den Köder an gestraffter Schnur absinken bis zum Grund. Dann mache ich hier 2 Kurbelumdrehungen, beziehungsweise ich schäge den Köder ganz leicht an, um dem Räuber auch zu signalisieren, hey, ich bin hier ein echtes Fischchen. Da ist er. Wieder ein Döbel. Die stehen da auf den Bänken und warten auf die kleinen Fische. Nächster Fisch von der Sandbank, also da scheinen jetzt die Döbel zu stehen. Angeltaktik. Nächste Idee. Wir versuchen jetzt in diesem Bereich hier zu angeln mit einem etwas schwereren Bleikopf. Hier vorne sind diese großen Strudel noch. Und hier dahinter haben wir an der Oberfläche bestimmt 5 km/h Fließgeschwindigkeit. Und wir müssen gucken, dass wir hier in diesem Bereich irgendwo jetzt einen ruhigeren Bereich finden, wo die Fische sich aufhalten. Da reichen mir jetzt natürlich 2 Gramm auf keinen Fall mehr aus. Da brauchen wir jetzt ein etwas schwereres Gewicht. Ich würde sagen, wir fangen mit 6 Gramm an, damit wir dort schön zum Grund kommen. Und dann probieren wir dort ganz gezielt am Grund zu angeln. Den holen wir uns aus dem Mixpaket. Spitze Haken Mixpaket für den Fluss. 5 Gramm, 6 Gramm, 7 Gramm, 8 Gramm. Wir fangen mal mit 6 Gramm an. Dort vorne haben wir eine extrem hohe Fließgeschwindigkeit. In diesem Bereich hier davor, da steht das Wasser an der Oberfläche. Kann sein, dass wir eine starke Unterströmung haben. Aber diesen Bereich beangeln wir jetzt. Ich werfe erstmal aus und dann gucken wir mal, ob mein Köder da überhaupt zum Grund runterkommt. Falls ja, ist das ein absoluter Hotspot zum Raubfischangeln. Fisch. Oh, was ist das? Ein Barsch. Oh, ist der golden. Guckt euch den mal an, wie rot der ist. Boah, die Flossen, Wahnsinn. Krass. Was für ein goldener Barsch. Stand da draußen, unten am Grund, am Übergang zwischen dem strömenden Bereich und dem beruhigten Bereich. Herrlicher Fisch. Ich habe den Köder absinken lassen, habe gemerkt, solange wie sich unser Köder in der Absinkphase befand, hat es meine Schnur mitgenommen. Das konnte ich ganz deutlich sehen. Da hat sich meine Schnur bewegt. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Sobald mein Köder unten am Grund angekommen ist, stand er fast auf der Stelle. Und dann konnte ich ihn faulenzen. Also in den unteren 20, 30 Zentimetern am Grund hatten wir dort fast keine Strömung. Und nach 3, 4, 5 Sprüngen sozusagen, Bewegungsintervallen, kam dann der Biss und wir haben dort einen Barsch gefangen. Gelernt haben wir auf jeden Fall, dass wir an dieser Stelle angeln können. So, jetzt bin ich recht mutig, habe ein Stückchen weiter ausgeworfen. Die Schnur, die wandert. Der Köder ist noch lange nicht am Grund. Ich muss den Bügel öffnen. Die Schnur wandert immer noch. Jetzt steht die Schnur still. Fisch. Was? Boah. Was ist das denn? Irgendetwas hat mein Köder vom Grund aufgesammelt. Ich habe nicht mal den Biss gemerkt. Zander, Leute. Geil. Also da stehen nicht nur die Barsche draußen, sondern da sind auch die Zander dahinter. Perfekt gehakt. Also Köder sauber montieren. Ganz, ganz entscheidender Baustein, um erfolgreich auf Raubfische zu angeln. Der muss extrem schnell zurück. Kleine Zander darf man nicht lange draußen behalten. Wir haben hier an dieser Position, ungefähr hier war das, X7 den Barsch und X8 den Zander gefangen. Wir werden jetzt etwas weiter hier vorgehen und werden nochmal versuchen, in diesen Bereich hineinzuwerfen, den Köder hier absinken zu lassen und vor den Strudeln, direkt hier vor den Strudeln, auf uns zuzuführen.
Ich werfe jetzt wirklich in diesen Bereich rein, wo richtig Strömung ist. Öffne den Bügel, lass den Köder absinken, damit er so schnell wie es geht irgendwie runterkommt zum Grund. Und wenn er am Grund unten angelangt ist, dann schließe ich den Bügel und nehme Spannung auf. Und dann bewege ich den Köder wirklich ganz dicht über dem Grund, da wo ich die geringste Strömung habe. Nee, ich bin zu dicht an der Walze. Ich muss da raus aus diesem Bereich. Da liegt ein riesiger Baum im Wasser. Den darf ich auf gar keinen Fall erwischen. So, ich war ein bisschen zu weit rechts. Nochmal ein Stück weiter nach links. Und jetzt hoffe ich, dass ich genau das Ende von diesem aufströmenden Strudel treffe. Und da irgendwie so schnell wie es geht zum Grund runterkomme. So, Bügel geöffnet. Jetzt schließen. So, jetzt sehe ich schon, die Schnur wandert nicht mehr. Das heißt, mein Köder ist am Grund. Und jetzt bin ich in diesem kleinen Areal dort vorne, wo ich fast keine Strömung habe. Ich merke immer wieder, wie mein Köder von irgendwelchen Unterströmungen weggetrieben wird. Aber ich merke auch immer wieder, wie mein Köder an manchen Stellen einfach liegen bleibt. Ich versuche den Köder wirklich ganz dicht am Grund zu halten, also keine zu großen Sprünge zu machen. Ja, oh. Ah, wieder ein kleiner Zander. Oh. Wieder ein kleiner Zander, Leute. Was für eine schwere Geburt. 6 Gramm, stärkste Strömung. Eigentlich müsste ich hier noch wechseln auf 8 Gramm. Aber an solchen Tagen wie heute, wo die Fische nicht so aggressiv beißen, merkt ihr dann schon, hey, da war gerade ein Anfasser, hey, da war gerade ein Anfasser. Und umso leichter ihr euer Bleigewicht wählt, desto mehr Bisse könnt ihr auch verwandeln. Ich probiere es nochmal. Boah. Zander. Leute. Boah. Geiler Fisch. Richtig schöner Zander. Guck mal, wie hell die sind. Die stehen unten im Kies, genau wie der Barsch vorhin. Die stehen unten im Kies. Auf den Fünfer im tiefsten Winter. Brutfisch genommen, der hatte Hunger. Da fällt der Köder schon raus. Das ist ganz häufig bei Zandern. Sobald die Spannung weg ist, fällt der Köder raus. Meistens tackert ihr beim Zander nur ein kleines Loch und dann ist schon Feierabend. Schöner Fisch. Es nieselt leider, Leute. Ich hoffe, man kann es trotzdem halbwegs irgendwie erkennen. Also hier hatte ich noch Fehlbisse. Hier vorne in diesem Bereich standen jetzt keine Fische. Ich möchte gerne dieses gesamte Areal noch beangeln mit euch. Der Schaum, der steht dort auf der Stelle. Dahinter haben wir dieses extrem schnell fließende Wasser. Da ist wahrscheinlich eine Kante. Genau diesen Bereich, den werden wir jetzt abangeln. Bei der Köderführung, also bei solchen Plätzen wie solche Strömungskanten dort vorne. Hänger. Eine gute Idee, den Hänger zu lösen, sehr einfach, aber sehr effektiv, ist Spannung aufzunehmen, so mit dem Finger, und dann zu schnäpsen. Und frei. Und dann möglichst schnell sein, damit der Köder nicht dahinter nochmal in Steine fällt. Sieht alles noch gut aus. Kurze Kontrolle des Vorfachs. Vorfach ist auch nicht beschädigt. Hakenspitze ist auch in Ordnung. Bloß am Bleikopf haben wir hier vorne ein paar Dellen dran. Ich zeige euch mal ganz kurz hier am Stein, was da nämlich unter Wasser passiert. Jetzt fällt er hier hinter den Stein. Ja, vielleicht zwischen zwei Steine. So, und manche Leute, die ziehen und ziehen und ziehen, bewegen vielleicht die Steine und ziehen dabei den Köder immer stärker in diese Steine rein. Dann macht ihr Folgendes, ihr nehmt Spannung auf und dann schnäpst ihr den Köder und schnäpst damit den Köder zurück. Und dann holt ihr ganz schnell ein und dann habt ihr euren Köder wieder. Werfe schön weit aus bis in die Strömung rein. Gebe ein bisschen Schnur, damit der Köder schnell zum Grund kommt. Dann kurbel ich die überschüssige Schnur ein, damit sie nicht vom schnellen Oberflächenwasser mitgetragen wird. Und dann warte ich, bis mein Köder am Grund ist. Ah, jetzt weiß ich, warum das Wasser da steht. Das ist nämlich extrem flach. Das ist extrem kiesig, sehr, sehr große Steine. So, und hier fällt es ein kleines bisschen ab. Ach, da war der Biss. Jetzt. Alle hopp. Barsch. Der kam jetzt hier vorne am Ende von dieser Kiesbank. Kleiner Barsch. Ich bringe den dort hoch, setze ihn oben ins Wasser. Dieser Fisch kam jetzt hier an dem Übergang zwischen den, also hinter den Stein. Und hier haben wir jetzt gemerkt, es ist ein sehr flacher Bereich. Da liegen extrem große Steine drin. Das heißt, flach, große Steine, keine Strömung. Hier in diesem Bereich rechne ich jetzt nicht mehr mit Fischen.
Jetzt haben wir ausgiebig die 5 cm Lieblingsköder durchgeangelt und dann ist ein gutes Bild davon gemacht, wie dieser Platz hier funktioniert. Also an welchen Stellen wir starke Strömung haben, wo wir größere Steine haben, wo wir Kiesbett haben, wo wir weniger Strömung haben und vor allem natürlich, wo sich die Fische aufhalten. Jetzt geht es darum, die nächste Stufe zu nehmen und größere Fische zu fangen. Deswegen wechsle ich jetzt von dem 5 cm Lieblingsköder auf den 7,5er. Das ist nämlich eine perfekte Allround-Größe für gute Barsche, für große Barsche, Zander, aber auch Hechte. Achso, das wollte ich euch noch zeigen. Wir haben das ganze Jahr über das Thema Angelschule gesprochen und dann haben wir diese Auswertung gemacht. Welche Fische und wie viel fängt man mit den 7,5 cm Lieblingsködern? Ich habe mich entschieden, die Verpackung noch mal zu ändern. Der 7,5er, also nicht erschrecken, wenn ihr nächstes Jahr im Angelgeschäft seid, ist der gleiche Köder drin, nur eine andere Verpackung. Da ist jetzt Barsch, Zander und Hecht drauf. Also der 7,5er ist der perfekte Allround-Köder, auch zum Anfangen, wenn man das erste Mal mit Gummifisch auf alle drei Fischarten gleichermaßen angeln möchte. Und der 5 cm Lieblingsköder ist wirklich der Köder, wenn es darum geht, den ersten Fangerfolg zu haben, schnell richtig viele Fische zu fangen. Moment, warte mal ganz kurz. Das schenke ich dir. Ich bin damit. Fürs nächste Mal zum Angeln. Ach, damit fange ich nicht jeden Fisch, da habe ich einen ganzen Sack voll. Wirklich? Ja. Ich wollte ihm gerade eine kleine Freude machen, weil er hier mit seinem Spinner die ganze Zeit geangelt hat und nichts gefangen hat. Wollte er nicht haben. Dann angeln wir damit. Dann angeln wir damit, würde ich sagen, oder? Falls du dieses Video siehst und wir jetzt damit was fangen und du dich ärgerst, schreib mir eine E-Mail. Das Angebot steht immer noch. Das ist für dich. Große Barsche, Zander, aber auch Hechte lieben den 7,5er. Das sind die 4 Grundfarben. Sunny, Whiskey, Captain Pinky. Und auch hier gibt es natürlich den Sheriff für die Dämmerung und die Nacht. Und alle Sonderfarben, die ihr auch von den 5ern schon kennt. Ich beginne mit dem Ayu. Normalerweise könnte man den Whisky jetzt auch weiter angeln. Ich fange jetzt aber mit dem Ayu an. Und jetzt brauchen wir ein Bleigewicht. Und anders als bei den 5 cm Lieblingsködern, muss ich hier eine Nummer schwerer fischen. Ich werde jetzt mit 10 Gramm anfangen. Auch diesen Haken haben wir speziell für diesen Köder konstruiert. Bei den neueren Ködern haben wir hier vorne einen Jigkopftunnel eingebaut. Das ist so ein kleines Loch, wird vorne an der Lippe. Das erleichtert euch nochmal, den Köder aufzuziehen. Wir haben ja wirklich um jeden Millimeter Höhe gekämpft. Wenn hier der Fisch drüber beißt, hat er hier keine Schwierigkeiten, sich ordentlich zu haken. Na dann, auf geht's. Okay, wir beginnen hier vorne in diesem Bereich auf kurzer Distanz. Hier hatten wir ja die ersten Fische heute. Ich werfe den Köder wieder ein Stück Strom auf, lasse ihn bis zum Grund absinken. Und dann gucken wir mal, ob hier auch größere Fische am Platz sind, die sich für eine größere Beute interessieren. Man merkt sofort beim Auswerfen bei dem großen Köder, der wird deutlich stärker von der Strömung mitgenommen. Sobald ich meinen Köder 20-30 cm vom Grund anhebe, merke ich richtig, wie das Paddel anfängt zu arbeiten, wie er in der Strömung steht. Je tiefer mein Köder ist, desto weniger Strömung ist da. Nächster Versuch, ein Stück weiter raus. Jetzt ziehe ich ihn hier diagonal in dieses Feld nochmal rein. Verdammt, da war der Biss. Ja. Eindeutige Bissspuren hier am Kopf, richtig aufgeschlitzt. Das war auf jeden Fall ein Zander. Den hatte er jetzt schon im Maul. Das ist jetzt für fortgeschrittene Angler. Wenn ihr Fehlbisse habt, stellt euch vor, ihr habt einen Schwarm, da stehen 2-3 große Fische und 10 aktive, kleinere, mittlere Fische. Ihr lasst den Köder in diesem Platz, bekommt relativ zügig einen Fehlbiss. Dann liegt das daran, dass die kleineren Fische schnell euren Köder attackiert haben, ihn vielleicht nicht richtig inhalieren konnten. Beangelt diesen Platz weiter und weiter und weiter. Gebt dem großen Fisch, der unten am Grund steht, die Chance, euren Köder zu attackieren. Ich probiere es nochmal. Mit der gleichen Farbe, zu der habe ich Vertrauen, nochmal an diesem Platz. Das ist ein grundlegender Unterschied, wenn ihr auf kleinere Fische angelt oder ob ihr auf größere Fische angelt. Jedem Angeleinsteiger würde ich immer empfehlen, nach einem Fehlbiss sofort die Farbe zu wechseln. Wenn er aus dem Schwarm, wo 10 oder 20 kleine oder mittlere Fische unterwegs sind, 2-3 Fische rausfangen möchte. Wenn es aber darum geht, den etwas größeren Fisch zu fangen, da ist er. Was für eine Zigarre, Leute. Meister Zander. Schönes Brikett. Ausdauer hat sich bezahlt gemacht. Den gleichen Platz weiter beangelt, obwohl wir hier 2-3 Fehlbisse hatten. Und dann dem etwas größeren Fisch die Chance geben, den Köder zu inhalieren. Und wie ihr seht, komplett genommen, also Ayu Sonderfarbe für alle fortgeschrittenen Angler. Das Ding solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken und an eurem Gewässer ausgiebig testen. Jetzt nehmen wir uns diesen Platz dort vorne vor. Die Todeszone. Da, wo wir vorhin mit dem 5 cm Lieblingsköder geangelt haben,
mit 6 Gramm Schwierigkeiten hatten, zum Grund runterzukommen. Ich lasse jetzt den Aju drauf und fische weiter mit 10 Gramm. Ich werfe wieder dort vorne in die Strömung rein, lasse den Köder bis zum Grund absinken. Ja, und bitte drückt mir jetzt mal die Daumen, dass ich da nochmal einen Fisch fangen kann. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich ziemliche Schwierigkeiten habe, auch mit 10 Gramm den Grundkontakt zu halten. Ich möchte aber nicht viel schwerer fischen, um den Fischen jetzt im Winter wirklich die Chance zu geben, den Köder einfach einzusaugen. Hänger. Okay, Hänger gelöst. Fisch. Ja. Oh, das ist ein besserer. Komplett genommen. Wahnsinn. Der nächste Zander. Gerade noch den Hänger gelöst. Und dann kommt schon der nächste Zander. Ist das herrlich? Wir haben uns mit den Fünfern den Platz erarbeitet. Jetzt wissen wir, wo die Fische sind. Jetzt können wir gezielt mit den 7,5ern auf etwas größere Fische angeln. Ja, ich bin gespannt. Also vielleicht steht hier auch noch ein größerer Barsch irgendwo dazwischen. Dort dieser Bereich, da knapp hinter der Strömungskante. So, der Köder ist im Wasser. Ach, ein kleiner Zander. Der ist fast nur so groß wie der Köder. Tada! Der nächste. War ein ganz vorsichtiger Biss. Nächster Versuch. Ach, cool bleiben. Ach. Nicht die Nerven verlieren, nicht den Köder aus dem Wasser holen, sondern den Platz konsequent ausangeln, um die Fische zu erwischen, die da noch hinterhergehen. Ja, Fisch. Zander. Der nächste. Achtet immer drauf, wenn ihr den Köder aus dem Maul rausholt, dass er in dem Moment nicht zuschnappt, weil sonst reißt er euch den Schwanz ab. Ihr seht, mit dem gleichen Köder zig Fische. Immer schön ein bisschen Acht geben auf den Fisch und auf den Köder. Ja, Leute, herrlich. So, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. 3 Fische auf die 7,5er. Der erste war von der Größe her etwas besser, das hat mich gefreut. Nächster Schritt der Taktik. Wenn wir jetzt mit dem 7,5er feststellen, okay, wir fangen Zander, etwas kleinere, gehen wir auf die nächste Nummer größer. Action Pack, das sind vormontierte Köder, weil die Montage des Köders sehr, sehr wichtig ist. Jetzt fangen wir hier an mit dem Whisky in 10 cm. Der ist speziell zum Zanderangeln. Damit schließt man schon sehr stark Barsche aus. Also für Zander sehr, sehr gut. Für Barsche, naja, ist das schon eigentlich eine Nummer zu groß. Einhängen in den Einhänger und schon kann es losgehen. Machen wir erstmal ein, zwei Würfe hier auf kurzer Distanz. So, holen wir uns den Köder mal in den heißen Bereich rein. Ja. Oh, das ist ein guter. Auf den 10 cm Lieblingsköder Whisky. Wappa. Schöner Zander. Hat ganz schöne Bissspuren hier oben. Irgendwas hat den hier attackiert. Also, wenn ihr den ersten Zander fangen wollt, gezielt auf Zander angeln möchtet, holt euch gerne ein Action Pack in 10 cm. Da ist der Köder vormontiert, perfekt aufgezogen. Dann klappt das auch mit dem ersten Zander. Der Regen nimmt zu, Chris hat jetzt die Kamera weggepackt. Wir machen mit der Action Cam weiter und kommen zum letzten Punkt der Angeltaktik. Wir sind ja hergekommen, um größere Barsche auch zu fangen. Und viele Leute haben uns ja auch gefragt, wie funktioniert das denn jetzt mit größeren Barschen? Und der Schlüssel zum Erfolg heißt Ausdauer. Ich habe jetzt wieder umgestellt vom 10 cm Lieblingsköder auf den 7,5er. Der ist nicht nur gut für mittlere Zander und Hechte, sondern eben auch für richtig gute Barsche. Aber wir müssen jetzt Ausdauer mitbringen, wir müssen werfen, werfen, werfen. So Leute, und jetzt drückt uns mal die Daumen, dass hier jetzt noch ein besserer Barsch rauskommt. Das wäre natürlich der krönende Abschluss unseres Angeltages. Fisch. Boah. Nee. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was für ein Barsch. Leute, das gibt's doch nicht. Guckt euch den riesen Barsch an. Ey, krass. Ich dachte mir, ich mache noch ein paar Würfe, weil ich hier vorne doch ein paar Fehlbisse hatte. Und dann kommt hier noch so eine Klamotte raus. Guckt euch den an. Ey, ist das geil. Ist das ein geiler Barsch, Leute. Geil.
Das war die 5. Folge der Lieblingsköder-Angelschule. Mir war wichtig, euch einmal zu zeigen, wie ich mich an so einem Gewässer verhalte, wie ich dort vorgehe. Mit den 5 cm Lieblingsködern beginne ich, erarbeite mir die Plätze, finde heraus, wo sich die Fische aufhalten, wo ich Steine habe, wo ich Strömungen habe, wo ich Unterströmungen habe. Wenn ich die Fische dann gefunden habe, dann wechsle ich auf den 7,5 cm Lieblingsköder, wenn ich es zum Beispiel auch auf Zander abgesehen habe. Das hat heute gut funktioniert. Und wenn das richtig gut läuft, dann wechsle ich auf den 10 cm Lieblingsköder. Damit angel ich ausschließlich auf Zander. Damit schließe ich die Barsche doch ziemlich stark aus. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wie ihr den Köder richtig aufziehen sollt, schaut euch mal die Action Packs an. Da sind die Köder bereits vormontiert, so dass euer Zander sicher gehakt wird. Ich hoffe, ihr könnt einiges davon zu Hause an eurem Hausgewässer umsetzen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Lieblingsködern.